An der A3 zwischen Nürnberg und Würzburg liegt Europas größter Autohof. Hier können bis zu 400 Lkw parken. Platzwart Robert Kämmer sorgt seit 15 Jahren dafür, dass sich die Fahrer an die Regeln halten. Meine Aufgabe ist eben, Lkw-Fahrern oder Personen, die sich nicht auf den Autohof befinden dürfen, aufpassen, was die treiben. Die erste Kontrolle ist ein Parkschein. Hat er einen, hat er keinen? Hat er einen gültigen Parkschein oder einen abgelaufenen Parkschein? Muss er umparken, kann er stehen bleiben, hat er Glück gehabt. Jetzt gehen wir mal auf Parkplatz 2. Das ist an der Tankstelle. Schauen wir mal, ob die Jungs richtig parken und ob sie alle bezahlt haben. Da hat mich vorhin ein Kollege drauf angesprochen, dass sie wieder Scheiße parken. Wir haben eingezeichnete Flächen und die parken da, wo keine eingezeichneten Stellen sind. Und die müssen wir umparken lassen. Capo, heil la mine! Servus. Wiener Edge sind Linie, korrekt? Ja. Und die Linie Ladine? Nur am. Nur Linie. Nur Linie, nur Parking. Robert Kämmer kann sich in mehreren Sprachen mit den Lkw-Fahrern verständigen. In diesem Fall auf Rumänisch. Ja, nach 15 Jahren muss man sich weiterbilden. Und gerade auf so einem Autohof, wo eben viele Nationen stehen, muss man auf ein paar verschiedenen Sprachen sprechen. Und so kommt dann mal Rumänisch zum Beispiel, Italienisch, Englisch. Und dann bildet man sich halt eben weiter. Cella X. Cella X. No parking. Cella X. Cella X. Parking okay? No. Dece? No, no parking. Genau, no parking, black. Okay. Wenn sich jetzt noch einer dazustellt und noch ein bisschen weiter nach hinten versetzt steht, dass die Zufahrt zur LNG komplett blockiert ist. Und eine Tankstelle blockieren nennt man Geschäftsschädigung. Drum ist hier Parkverbot. So, illegal Parking. Shit-Parking, okay. Akoloskrie, Privatparking, Autohof. Yes, und Ticket, nur am. Acum am duc la să plătesc, nu stau de 5-10 minute aici. Nu linia. Nu linia, nu loc. Hop, vamos. Sus la hotel, în parking case, repete. Susla Hotel, Susla Mercedes, ja. Parking, korrekt Parking und Parkingkasse. Hier ist der Parkare Acolo. Aha. Wo steht der Name? Acolo La Strada Treapta, Susla Mercedes. Okay. Wo bist du? Da war ich verlegen. Und Acolo sind Parkingkasse. Da ist der Protest Acolo, ne? Ja. Okay. Repete. Der Protest Acolo. Ah, guck mal, normal Chauffeur La Casa. Der Rock. Namstut, Cabo. Acolo sind Tableau. Schiacolo La Endri sind Tableau. Da, Stinger Schitreapta. Privatparking. Jeder Autohofbetreiber hat seine Hausregeln. Das ist wie wenn ich jetzt zu Hans Müller-Meyer fahre und er sagt, du ziehst bei mir die Schuhe aus. Und so ist es bei uns. Es gibt auf jedem Autohof Richtlinien, Markierungen, wie man zu parken hat. Wenn man keine Markierung hat, hat man da nicht zu stehen. Es lockt nur andere Fahrer wieder an, die sich mit dazustellen. Durch die jahrelange Arbeit fand Robert Kämmer Gefallen an den großen Trucks. Also ich selber fahre keinen Lkw, bin noch nie gefahren. Ich bin Beifahrer, war auf dem Lkw dann, mal Auslandstouren oder so. Mache ich schon mal mit, wenn ich Urlaub nehme. Es ist eine große Familie, die Trucker. Und wenn du einen Freund kennenlernst, nach 15 Jahren hast du hunderte von Freunden, die regelmäßig auch reinkommen.
Die sind froh, wenn sie mich dann sehen und sagen, hey Robert, servus, schön, dass ich dich da sehe. Inzwischen sind 250 der 400 Parkplätze besetzt. Servus. Abend. Wo ist denn dein Parkschein? Parkschein, ja. Du bist hier auf dem Autohof, ja? Was? Gar nicht gewusst. Auf der Autobahn, du bist ja von der Autobahn runtergefahren, oder? Dann hast du Autohof gelesen, korrekt? Ja, ja. Und dann weiß man das nicht? Ja. Jetzt mach ich mir bei ernsthafte Gedanken, ne? So, und da musst du raus, da wird der geparkt. Du fährst die Straße geradeaus raus, den Autotransporter hinterher und hinter der Werkstatt haben wir Parkplätze. Ah, okay. 12 Euro. Tausender nicht. Weiß ich nicht, kann ich stehen bleiben? Nee. Lass ich dich stehen, dann ist hier komplett zu und unser Lieferant für Diesel und Benzin kommt nicht mehr rein. Also drum steht er hinter Kenner. Scheiße. Wenn ich noch Pause jetzt kaputt machen, heißt. Ja, ich weiß. Fahr da an der Straße raus, siehst du da drüben die Laterne? Ja. Stell dich rechts an den Bordstein nach. Gut, alles klar. Na? Gut, okay. Und das nächste Mal meldest du dich drüben bei uns an der Parkplatzkasse, dann brauche ich nicht nachts Klopf. Alles klar, Gudi. Servus. Dass er einsichtig ist, ist gut. Ich gebe mir auch die Möglichkeit, schnell umzuparken, soll die Straße hochparken. Aber ich weiß, dahinter parkt dann keiner, weil wenn einer dahinter steht, eine Stunde und das Ding ist dahinter zu. Und unsere Lieferanten haben keine Chance mehr, einen Sprit abzulassen. Und die fahren ja nur nachts. So, jetzt gebe ich dann noch ein Zeichen, wo er sich hinstellen soll. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ja, du darfst da stehen bleiben, stellt er sich das nächste Mal wieder danach. Das heißt, man muss konsequent durchgreifen. Auf dem Parkplatz parken nicht nur Lkw. Ein Spaßmobil. Die bleiben bestimmt auch über Nacht. Wie lange bleibt sie hier? Dann einmal 12 Euro, bitte. Nee. Wie, nee? Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Doch. Nee? Du stehst hier auf dem privaten Gelände und es ist gebührenpflichtig. Bitte? Ich bin vorm Tor. Wer steht vorm Tor? Ich bin vorm Tor. Das macht ja nichts, wo du stehst. Die kommt dann. Den Halter kriege ich über die Polizei. Ja, er möchte eine gesonderte Rechnung über die Post. Jetzt mache ich ein Beweisfoto, hole mir dann über das Kennzeichen den Halter und dann sind es halt eben keine 12 Euro, sondern da kommt eine Bearbeitungsgebühr mit oben drauf. Das geht jetzt morgen früh an die Geschäftsleitung und dann geht die Rechnung weiter. Das ist arrogant, richtig arrogant. 2,50 Meter weiter hängt ein Schild, Privatparkplatz, gebührenpflichtig. Und er steht vor dem Schild und meint, jetzt braucht er nicht zahlen. Das ist das Gleiche, wenn er jetzt auf einen Campingplatz fährt, aber vor der Schranke stehen bleibt und da draußen steht und meint, er hat recht. Und gerade so eine Kommunikation, ohne eine Tür aufzumachen, sage ich einmal, schlechtes Elternhaus? Keine Ahnung. Der Wohnmobilfahrer bekommt in den nächsten Tagen die Rechnung per Post. 12 Euro für das Parkticket und noch einmal 25 Euro Bearbeitungsgebühr. Für Robert Kämmer geht die Arbeit noch bis 3 Uhr morgens weiter.